Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich ein Thema besprechen, was im Moment ja wahrscheinlich uns alle so ein bisschen im Griff hat und was natürlich jetzt in den nächsten Tagen absolut heiß wird, nämlich der sogenannte Brexit, ein möglicher Austritt Großbritanniens aus der EU und dessen Folgen speziell für die Börse. Am 23. Juni soll es also soweit sein. Und ja, im Vorfeld, gerade jetzt in den letzten Tagen, erreichten mich vergleichsweise viele Mails genau mit dieser spezifischen Frage, wie ich in meinem Handel mit diesem Datum, dem 23. Juni 2016, verfahre, ob ich da irgendetwas besonders mache oder nicht. Grundsätzlich das, was ich an systematischen Trades mache, was ich systematisch handle, handle ich an diesem Tag genauso wie an jedem anderen, weil es nun mal auf lange Sicht so ist und auch wenn man Strategien entwickelt und backtestet, dann ist es ja nicht so, dass man sagt, nimm mir das Datum raus und das Datum raus und zeig mir alles an ohne die Tage, an denen irgendwas Besonderes war, sondern man wird an solchen Tagen entweder einen großen Gewinn machen oder man wird vergleichsweise schnell ausgestoppt. Das ist völlig klar. In Summe nehmen die nichts weg. Sie bringen auch nichts hinzu. Es sind völlig normale Tage. Man kann sie sich eigentlich schenken, man kann sie aber auch ganz normal handeln. Es nimmt auf Dauer nichts weg. Und es nimmt aber auf Dauer auch oder bringt auf Dauer auch nichts hinzu. Das muss man ganz klar sagen. Aber viel interessanter als das, was ich im Daytrading mache, was einfach nur rein systematisch ist. Das heißt, ich werde an dem Tag ganz normal meine Setups handeln. Wenn es ein Setup gibt, handle ich es. Wenn es keines gibt, handle ich es nicht. Da mache ich nichts anders als sonst auch. Aber viel interessanter ist, wie habe ich mich denn insgesamt positioniert? Wie verfahre ich insgesamt mit dieser Thematik, mit diesem Brexit? Und zu diesem Zweck habe ich hier gerade mal einen Wikipedia-Eintrag zu dem Brexit aufgerufen, damit man mal so ein bisschen das Ganze dimensionieren kann. Und zwar ist es so, dass dieses Thema, weil das ist das Interessante natürlich, wann kam denn das Thema erstmals auf? Das Thema kam so auf im zweiten Teil 2012 und wurde konkret benannt im Januar 2013. Da wurde konkret gesagt, dass es ein Referendum geben wird, und zwar spätestens 2017. Und das scheint ja wohl jetzt auch so zu sein. Also eine Aussage seinerzeit, die auch tatsächlich so gekommen ist. Interessant in dem Zusammenhang, schauen wir uns an, wo stand der Preis damals? Im Januar 2013, da standen wir hier so im Bereich um 1,60 herum. Erste, zweite Januarwoche standen wir so bei 1,60, im Moment stehen wir so bei 1,43, 1,44, in dieser Region schwanken wir, waren auch kurz bei 1,40 in dieser Woche. So, die Frage ist also, wo standen wir damals? 1,60 damals, 1,40 jetzt, der Preis ist tendenziell in dieser Zeit gefallen. Es gab eine Zwischenrallye, völlig klar, aber tendenziell wurde abverkauft. Sind wir auch schon beim nächsten spannenden Punkt? Konnte man das irgendwie erkennen, dass da ein Preisabschwung bevorsteht? Und zwar ehe der Premier Großbritanniens sich geäußert hat am 23. Januar 2013. Und die Antwort und klare Aussage lautet, ja, man konnte es erkennen. Woran konnte man es erkennen? An der Nettoposition der Commercials. Die Commercials haben damals Ende 2012, Anfang 2013 eine sehr große Netto-Short-Position gehabt. Das waren seinerzeit 61.235 Kontrakte Netto-Short und war damit ja eine der größten Short-Positionen der letzten Jahre, die zweitgrößte nach Februar 2011. Und man muss das Ganze auch, wenn man jetzt den langfristigen Chart anschaut, wirkt natürlich dieser Einbruch hier sehr, sehr massiv, der sich aber auch an den COT-Daten ankündigte. Wenn man sich das mal anschaut, wir hatten hier im Jahr 2007, das war, da kam Anfang 2007, hatte noch keiner oder kaum einer, außer den vier Leuten da in den USA, die darauf gewettet haben, aber ansonsten hatte noch niemand seinerzeit
die breite Masse zumindest, niemand ist falsch, aber die breite Masse hatte keine Ahnung, dass da bald eine Häuserblase in den USA platzen würde und dass eine riesige Wirtschaftskrise bevorsteht. Die Commercials, das sind natürlich Banken, das sind riesige Institutionen, die ihre Geschäfte währungsbesichern, die hatten damals eine massive Netto-Short-Position aufgebaut. Woher auch immer solche Leute bessere Informationen haben als wir, das ist völlig legitim. Wenn ich jetzt Farmer bin, weiß ich auch besser, wie es um die Nachfrage um die Nachfrage nach Kaffee zum Beispiel, wenn ich Kaffeefarmer bin, bestellt ist und weiß, wie das Wetter dort wird und habe natürlich einfach mehr Informationen. Das hat nichts mit Insiderhandel zu tun oder dergleichen, sondern es gibt einfach immer besser Informierte. Und man muss einfach mal von diesem Trichter wegkommen, die sind böse, sondern es gibt einfach immer Leute, die sich in etwas besser auskennen. Im Gegenteil, man sollte eigentlich eher sich Gedanken machen, wenn man sich in nichts gut auskennt. Das ist eigentlich eher das Dramatische. Nicht, wenn irgendeiner sich in seinem Bereich gut auskennt, dann ist es kein Arsch oder keiner mit Insider-Informationen, sondern einfach nur jemand, der sich in seinem Geschäftsfeld interessiert und auskennt. Punkt. Jedenfalls damals haben die Commercials, das war in einem, auf einem Preisniveau, da standen wir in der Region um, zwei britische Pfund versus US-Dollar, also 2,0 fast in dieser Region standen wir damals Ende 2006, Anfang 2007. Die Commercials hatten mit ihrer Short-Position, mit ihren massiven Netto-Short-Positionen, wenn wir mal länger in der Historie zurückschauen, sehen wir, dass das die gigantischste Short-Position überhaupt war. Wir sehen hier die komplette Historie bis 97 zurück, also 20 Jahre, bis 96 zurück, 20 Jahre Historie. Und wir sehen, dass die Commercials normalerweise schon so sehr starke Absicherungsgeschäfte eingegangen sind, beziehungsweise dass die sehr stark abgesichert sind, wenn sie netto short, so mit 55.000 bis 60.000 Kontrakten sind. Das war im Jahr 2005 im März der Fall, der Preis ist anschließend deutlich gen Süden gegangen. Das war im Jahr 2011 der Fall, der Preis ist anschließend deutlich gen Süden gegangen. Das war im Frühjahr 2013 der Fall, der Preis ist anschließend erstmal deutlich gen Süden gegangen, hat 10, 12 Cent verloren, was eine Menge Holz ist. Das war auch im Mittelteil des Jahres 2014 der Fall, wo der Preis so in der Region um 1,70, 1,65, 1,70 ein Hoch bildete und anschließend auf 1,40 fiel. Also die Commercials haben normalerweise so eine Netto-Short-Position von 55.000 bis 60.000 Kontrakten, wenn der Markt beginnt zu korrigieren, beziehungsweise bevor der Markt zu korrigieren beginnt. Das kann man so als indikativ nehmen und das haben wir auch jüngst gehabt. Und damals hatten sie, im Jahr 2007, hatten die eine Short-Position von über 100.000 Kontrakten zwischenzeitlich aufgebaut. Über 100.000 Kontrakte netto Short. Das ist also nicht ganz, aber fast das Doppelte von dem, was sie normalerweise als Absicherung haben. Und solche Situationen müssen immer uns auf den Plan rufen. Das sind immer alarmierende Situationen. Denn wir haben das auch im WTI Crude Oil gesehen. Da standen wir so im Bereich um 104 seinerzeit und die Commercials hatten sich massiv abgesichert. Wir schauen uns das gerade mal an. So, da haben wir den Chart. Wir sehen hier im Juli 2014, dass die Commercials massiv short waren. 492.580 Kontrakte. Ist das viel? Bezogen auf die letzten drei Jahre auf jeden Fall. Und wenn wir im langfristigen, in der langfristigen Historie mal schauen, wir gehen jetzt einfach mal über 20 Jahre zurück. Das ist die Position im Juni 2014. Massivst netto short, fast 500.000 Kontrakte in der Spitze. Was ist die normale Position gewesen bis dahin? Wann waren die Commercials bis dahin gut abgesichert, stark abgesichert? Wann waren ihre Absicherungspositionen groß? Das war bis 2010, waren das Nettopositionen von 125.000, 130.000. Hier auch. Hier. Und hier. Und hier.
Das waren also immer so Absicherungen im Bereich um 125.000 plus minus ein paar tausend Kontrakte. Dann ab 2011 war es so, dass die Commercials schon ein bisschen stärkere Absicherungen hatten im Extrem. Da waren sie zwischenzeitlich auch mal hier so mit bis zu 300.000 Kontrakten. Hier waren es 260.000 Kontrakte. Also 260.000 Kontrakte galt da schon so als viel. Also 250 bis 260.000 Kontrakte waren so die Levels, wo sie dann stark abgesichert waren. Und dann kam nochmal eine Schippe drauf im Jahr 2014, dass sie sich, obwohl der Preis nur seitwärts gelaufen war, wenn man sich das mal anschaut, die Commercials haben sich bei einem Preisniveau von ungefähr 105 im März 2011 mit knapp 320.000 Kontrakten netto short abgesichert. Der Preis ging kurz noch rauf, dann brach er ein. Im Jahr 2012 290.000 Kontrakte netto short, der Preis brach ein. Im Jahr 2012 im September 250.000 Kontrakte netto short, anschließend sackte der Preis ab. 20% Preisrückgang, ganz ordentlich, würde ich sagen. Und hier im Januar 2013, auch da die Commercials wieder so roundabout mit 255.000 Kontrakten netto short und der Preis ist zurückgegangen von ungefähr 95 auf, wo waren wir da, auf 88, 90, also so knapp 10%. Das ist jetzt kein riesiger Einbruch, muss man ganz klar sagen, aber was ich einfach sagen will, ist, das waren immer so Notierungen, Preise um 100 Dollar herum, plus, minus 5 Dollar. Und da waren die Absicherungen immer ungefähr so 250 bis maximal 290.000. Dann im Juni 2014 hatten wir wieder einen Preis um die 100 Dollar herum, 104 Dollar seinerzeit. Was haben die Commercials gemacht? Sie hatten eine Absicherungsposition auf einmal, die doppelt so groß war, fast doppelt so groß war, nämlich fast 500.000 Kontrakt gegenüber vorher 250.000, 260.000 normal, als größte Absicherungsposition. Auf dem gleichen Preisniveau haben sie auf einmal einen fast doppelt so hohen Absicherungsbedarf gesehen. Wenn das nicht alarmiert, was soll dann alarmieren? Es war also im Prinzip einer der wenigen Trades seinerzeit, der tatsächlich mit Ansichtskarte geschickt wurde. Und wenn jetzt natürlich der ein oder andere Schlauberger sagt, ja, warum bist du da nicht all in gegangen? Man geht bei so etwas nie all in, weil es nur Wahrscheinlichkeiten sind, die man handelt. Und selbst wenn es ein Trade ist, bei dem ich eine Ansichtskarte geschickt bekomme, habe ich trotzdem noch den Verstand, dass ich weiß, es kann jederzeit anders laufen. Deshalb, es sind strunzdumme, haarsträubend dumme Aussagen, wenn irgendjemand sagt, warum hast du denn dann nicht alles in diesen Trade reingesetzt? Nur ein komplettes Hohlbrot würde alles in einen Trade reinsetzen. Ich könnte den sichersten Trade aller Zeiten haben vor der Nase und würde niemals alles einsetzen. Ich könnte wissen, dass irgendein Unternehmen übernommen wird und ich würde niemals alles einsetzen, weil die Information kann falsch sein, es kann sich kurzfristig doch etwas ändern und dann bin ich der Gelackmeierte. Niemals würde ein vernünftiger Trader alles einsetzen. Man kann bei einer solchen Situation nur eine Sache richtig machen. Man muss nicht an den Einsätzen herumspielen. Man kann die Einsätze vielleicht minimal raufsetzen gegenüber normal. Wenn ich normalerweise, sagen wir mal, 3% pro Trade riskiere, dann kann ich bei so etwas vielleicht auch mal 5, 6% riskieren. Das kann man machen, aber das ist kein wesentlicher Multiplikator, das ist kein wesentlicher Faktor. Also man wird immer mit einigermaßen normalen Einsätzen fahren. Der Unterschied ist und muss sein, die Verwaltung eines solchen Trades. Wenn ich sehe, da kündigt sich ein riesiger Preisschub gen Süden an, wie es seinerzeit bei Crude Oil war, dann setze ich nicht all in, sondern dann bleibe ich einfach länger drin. Das ist der Unterschied. Ich bleibe länger drin und weiß für mich, ich stelle mich auf keinen Fall auf absehbare Zeit gegen diese Bewegung. Und ich habe erstmals wieder eine Crude Oil Position angefasst, da standen wir bei 29 Dollar. Vorher habe ich kein Crude Oil Long gehandelt. Systematisch in meinen Daytrading System ja. Aber als Swing Trade, wo ich gesagt habe, okay, ich setze jetzt darauf, dass der Rohölpreis wieder steigt.
habe ich bis 29 Dollar keine Long-Position im Crude Oil angefasst. Das ist die Quintessenz, das ist die Botschaft daraus. Es nur Dumme, und das ist gar nicht böse gemeint und gar nicht arrogant gemeint, nur Dumme und, oder sagen wir Ahnungslose, um es freundlicher auszudrücken, würden jemals bei irgendetwas All-In gehen. Selbst wenn ich die sicherste Information hätte, würde ich niemals All-In gehen. Weil es gibt keine Sicherheiten, es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Und in dem Moment, wo etwas nur wahrscheinlich ist, und selbst wenn es eine Wahrscheinlichkeit von 95 oder 98% hat, dann sind da immer noch, bei 98% Wahrscheinlichkeit, sind immer noch zwei Fälle von 100 Fällen, und die können hintereinander kommen, in denen es nicht hinhaut. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aus dem Grund würde man auch in einem solchen Fall niemals All-In gehen. Denn selbst wenn dieses Szenario richtig ist, wir sehen ja auch oft genug, wenn wir COT-Daten uns anschauen, dass es, obwohl es sich dann am Ende durchsetzt, und obwohl am Ende dieses Szenario eintritt, es zwischenzeitlich heftige Schwankungen auch geben kann in die falsche Richtung. Und was habe ich davon, wenn ich All-In bin, fliege bei 1,10 raus, weil ich mein Konto völlig überhebelt habe, und dann knallt es runter auf 30 Dollar. Habe ich überhaupt nichts davon. Deshalb, wer Verstand hat und Ahnung, wird niemals, auch bei den hochwahrscheinlichen, in Anführungszeichen fast sicheren Trades, wird er niemals unverhältnismäßig viel einsetzen. Sondern die Quintessenz ist, wenn ich so eine Situation vor mir habe, dann kann ich und sollte ich länger in einer Position drin bleiben. Ich handle es mit normalen Einsätzen. Es werden niemals wesentlich mehr als 5% Einsatz sein. Aber ich bleibe für mich länger drin. Oder, beziehungsweise und, Schrägstrich oder, ich stelle mich auf keinen Fall früh gegen diese Bewegung, sondern ich werde sehr, sehr lange warten, bis der Trend absolut weit ausgereizt ist, und erst dann werde ich die Seiten wechseln. Falls ich irgendwann ausgestiegen bin, dann wechsle ich auf jeden Fall nicht früh die Seiten. Das ist die Quintessenz dahinter. Kommen wir zurück zum britischen Pfund, was unser eigentliches Thema sein soll. Wir haben also die Commercials seinerzeit gesehen, die hier, ähnlich wie im Crude Oil jetzt eben gerade als Beispiel gesehen, eine massive Absicherungsposition im Januar 2007 eingegangen waren. Das kündigte, das war fast die doppelte Position derer, was sie normal haben, normalerweise so 40.000, 50.000 Kontrakte, und da waren es 90.000 bis 100.000 Kontrakte. Der Preis hat hier kurz überrissen, und hier haben wir das schöne Beispiel. Man hätte, wenn man gewusst hätte, dass das das Extrem ist der Commercials, was man ja nicht wusste zu dem Zeitpunkt, wir wissen es jetzt, dass es das war. Aber angenommen, man hätte das gewusst, dass das dass das Extrem der Commercials ist, dann hätte man hier bei 195 hätte man eine Short-Position aufgemacht und hätte bei 211 diese Short-Position immer noch gehabt. Und jetzt möchte ich denjenigen sehen, der, wenn er sein Konto bis zum Anschlag mit British Pfund Shorts bestückt hat, den möchte ich sehen, der bei 211 immer noch ganz locker in der Position drin ist und nicht da oben alles ausstoppt. Alleine deshalb ist es dumm, viel einzusetzen, selbst wenn die Trades vermeintlich sicher sind. Sicher gibt es nicht. Wir sprechen immer von hohen Wahrscheinlichkeiten, aber in den Köpfen der Leute gibt es vermeintlich sichere Trades. Hier wird immer, im Nachhinein wird jeder sagen, oh, das war doch eine klare Situation, das war ganz sicher. Ja, es war extrem wahrscheinlich, dass der Preis stark einbrechen wird. Aber die Quintessenz daraus war nicht jetzt all in, sondern die Quintessenz war, wenn es jetzt fällt, lange drin bleiben. Nicht gegen die Bewegung stellen, sondern lange, lange drin bleiben. Das war auch genau richtig. Aber niemals all in gehen. So, schauen wir uns an, was haben die Commercials also in der Vergangenheit zustande gebracht. Sie haben sich sehr smart in diesem Markt bewegt. Sie waren bearish, extrem bearish positioniert, stark abgesichert im Januar 2007. Da hat noch kaum einer was von einem Platzen der Immobilienblase in den USA gesehen. Einige schon, aber die breite Masse überhaupt nicht. Und die Commercials waren abgesichert. Die Commercials waren hier bullish in diesem Bereich, der Preis ist stark gestiegen, die haben an diesen Punkten immer bei den Korrekturen, bei den Konsolidierungen, wenn es zumindest seitwärts lief, starke Absicherungspositionen gehabt, also die waren vom Timing her sehr, sehr gut immer, hier waren sie ein bisschen früh bullish, das muss man klar sagen, aber die haben natürlich auch physische Gegenwerte da
dagegen stehen, beziehungsweise am Gegenwert dagegen stehen. Aber prinzipiell kann man sagen, die Commercials sind eigentlich immer vom Timing her recht gut im britischen Pfund. Britischen Pfund wohlgemerkt, nicht in jedem Markt. Die waren hier auch entsprechend stark abgesichert an den Punkten, bevor es korrigierte, oder bevor der Preis zurückkam. Und jetzt ist natürlich interessant, wie sind die Commercials unmittelbar vor dem Brexit und im Zusammenhang mit dem Brexit positioniert. Und wenn wir uns mal anschauen, wir haben eben gerade angesprochen, ein wirkliches Thema ist das so seit Januar 2013. Und die Commercials waren damals bei Preisen um 1,60 sehr, sehr stark abgesichert, hatten die stärkste Absicherungsposition der letzten halben Dekade, also der letzten 5 Jahre. Einer der 2 stärksten Absicherungspositionen. Also man konnte, ob man das jetzt präzise dimensionieren konnte zu der Zeit oder nicht, man konnte erkennen, die sind vergleichsweise eher bearish. Die sind abgesichert gegen fallende Notierungen, die erwarten, dass es deutlich runtergeht. Und genau das ist auch passiert. Mal von diesem Schlenker hier abgesehen, solche Schlenker kann es immer geben, kurzweilige Ineffizienzen kann und wird es immer geben, aber von der Grundtendenz her haben die seinerzeit sich massiv abgesichert gegen eine fallende Notierung und lagen damit auch goldrichtig, denn es gab entsprechend einen Preisrückgang von 1,60 zwischenzeitlich, sogar 1,70 bis auf die 1,40 herunter. So, und jetzt ist interessant, was haben die Commercials denn jetzt im Köcher? Wie sind sie positioniert? Stellen sie sich darauf ein, dass das britische Pfund massiv fallen wird, oder haben sie ihre Absicherungsposition so stark gelockert, dass wir potenziell vor einem Anstieg stehen? Und wir sehen, schauen wir uns mal die Situation konkret an. Wir zoomen mal größer und sehen, die Commercials sind sehr bullish. Bezogen auf die letzten 5, 6 Jahre haben sie die drittbullischste Situation, drittbullischste Positionierung. Und in den anderen Fällen war es so, bei 1,52 hier bullish, der Preis ging rauf auf fast 1,70 oder auf über 1,70. 2010 im Mai, bullische Positionierung der Commercials, der Markt schießt von 1,40, 1,45 ungefähr, auf 1,65 rauf, knapp 15% Anstieg, konnte man also sehr gut handeln. Und jetzt im Zusammenhang damit, mit der aktuellen Entwicklung, sehen wir, die Commercials haben in der jüngsten Vergangenheit gekauft, beziehungsweise haben ihre Absicherung nochmals gelockert, sind also eingestellt auf eine steigende Entwicklung der Währung. Und wenn man sich das mal betrachtet, wir nehmen nochmal das Sentiment hinzu. Wie ist die Stimmung allgemein für die Entwicklung des britischen Pfunds? Die ist auch bearish, die ist sehr bearish. Dieses Optics, was SentimentTrader.com anbietet, zeigt also das Sentiment, wie viele von 10 Leuten sind bullish positioniert oder wie viele von 100 Leuten sind bullish oder bearish für diesen Markt. Und da sieht man, wir haben einen Optics-Wert von 28, das heißt 7 von 10 Leuten, 70 von 100, 700 von 1000 sind bearish positioniert bzw. eingestellt. Genau das spiegelt sich ja in den COT-Daten auch wieder. Die Masse hat, das sieht man ja auch an der Entwicklung seit Januar 2013, von 1,60 runter auf 1,40. Die Masse hat, seitdem das Thema Brexit aufgekommen ist, sich aus dem britischen Pfund herausbewegt. Die Masse hat hier das britische Pfund verkauft. Es wurde ein Verfall des britischen Pfunds schon mal vorweggenommen und eingepreist im Zusammenhang mit dem Brexit. Und das Überraschungsmoment liegt jetzt, ohne dass ich irgendeine Ahnung und auch gar keine Meinung habe, wie der Brexit denn jetzt abstimmungstechnisch ausfallen wird. Es ist mir völlig egal. Aber ich sehe im Vorfeld dieses bedeutenden und von vielen oder von allen beachteten Events ist der Preis gen Süden gegangen. Und im Zusammenhang mit solchen Events, mit solchen bedeutenden und viel beachteten Events, passiert am Markt eigentlich immer das Gleiche.
Es gibt ab und zu Ausnahmen, aber es passiert so gut wie immer das Gleiche. Entweder der Markt preist im Vorfeld schon einen positiven Ausgang für dieses Instrument, also für das, in dem Fall, britische Pfund, ein und steigt. Dann fällt er danach, macht vielleicht noch einen kurzen Freudensprung und fällt dann wieder zusammen. Oder er fällt vorher und erholt sich dann. Im Endeffekt sind die meisten News-Events, und so einschneidend und nachhaltig wirkend sie auch erscheinen mögen, die meisten News-Events, selbst dieser Kategorie und dieser Größenordnung und dieser Dimension, was natürlich folgenreich sein wird, definitiv, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber trotzdem sind diese News-Events immer Non-Events. Das sind immer Events, an denen oder in dem Kontext, in deren Zusammenhang es stark ausschlägt, aber so gut wie nie nachhaltig ist. Gibt es Beispiele dafür? Haufenweise. Was war mit dem Schweizer Franken letztes Jahr, im Januar oder Februar 2015? Eine definitiv bedeutende Nachricht, dass die Kopplung des Schweizer Frankens an den Euro losgelöst wird. Was ist passiert? Der Preis ist innerhalb von ein paar Sekunden um 20% nach oben geschnellt, der Preis des Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar. Ein paar Wochen später, 4 bis 6 Wochen später, standen wir wieder genau da, wo wir vorher standen. Ein absolutes Non-Event. Alle, die da ausgestoppt wurden, haben sich anschließend in den Arsch gebissen. Hätten sie die Schwankungen einfach aushalten können, wäre es besser gewesen. Wie war es mit den, glaube ich, 2 oder 3 Mal innerhalb eines Jahres gefühlt dagewesenen Abstimmungen, ob die Amerikaner ihren Haushalt neu verabschieden dürfen und die Schuldenobergrenze nach oben raufsetzen oder ob sie zahlungsunfähig werden? Es lief immer gleich. Der Markt ist im Vorfeld gefallen, so war es jedenfalls meistens, weil Unsicherheit da war, ob die sich einigen. Dann haben sie sich, oh Wunder, geeinigt auf ein neues Haushaltsbudget, auf eine höhere Schuldenobergrenze sozusagen. Und der Preis ist danach erstmal angestiegen und dann ist er wieder zurückgekommen. Es war im Endeffekt ein Non-Event. Und im Zusammenhang mit dieser Geschichte, so einschneidend sie auch sein mag, völlig klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und es ist ganz menschlich und auch völlig normal, dass Trader immer in solchen Situationen sagen, ja, aber diesmal ist es anders, weil. Und es ist nie anders gewesen. Ich mag mich vielleicht jetzt hier mit dieser Aussage aus dem Fenster lehnen und vielleicht wird der ein oder andere Grund haben zu lachen, falls ich falsch liege. Aber falls ich falsch liege, dann ist das einer von Zehntausenden von Trades, die ich mache. Ich setze in diesen Trade nicht mehr ein als normal. Ich habe in meinen privaten Accounts einen British Pfund Kontrakt drin. Einen. Das heißt, es ist einer von, wenn nicht Millionen Trades, aber einer von Zehntausenden von Trades, die ich mache in meinem Leben. Der wird mich weder reich machen, noch wird er mich arm machen. Wir haben in der Million Dollar Challenge eine Position drin. Die ist auch überschaubar groß, moderat gehebelt. Die wird uns auch weder reich noch arm machen. Es ist einer von vielen Trades. Insofern sollte irgendjemand im Nachgang meinen, er könnte lachen und es wäre so lustig, falls ich falsch liege. Dann sei ihm gesagt, dass er A, ein armes Würstchen ist, weil es ist ein Trade von Zehntausenden, den ich mache. Also da gibt es, ob der jetzt erfolgreich ausgeht oder nicht, völlig unbedeutend. Und B, ist es so, dass ich im Gegensatz zu, ich würde sagen, 98 bis 100% des Rests dieser Branche real handle und auch mal im Vorfeld konkret Position beziehe und sage, das mache ich, so bin ich positioniert und nicht im Nachhinein aus Hunderten von Trades den besten raussuche und sage, guckt mal, übrigens im britischen Pfund habe ich 100 Kontrakte long gehandelt. Aber wenn es falsch, wenn es schief gelaufen wäre, diese 100 Kontrakte long nie erwähnt hätte.
Also, grundsätzlich, jedenfalls meine Meinung, ich habe großen Respekt vor jedem, der real handelt, denn es turnen hier draußen genügend Kasper rum. Und Kasper ist, glaube ich, noch ein ja, sehr freundlicher und durchaus angemessener Ausdruck, die niemals real gehandelt haben und wenn sie real gehandelt haben, allenfalls im Nachgang ihre besten Trades gezeigt haben. Dass man marketingtechnisch natürlich tendenziell eher mal einen Beispieltrade nimmt, der gut ausgegangen ist, als einen schlechten, ist völlig normal. Völlig normaler Vorgang, von daher, da gibt es keine Kritik, das macht jeder so, da nehme ich mich nicht aus. Aber es gibt Leute, die beziehen im Vorfeld klar Stellung, das tue ich hier und zeige, was ich mache. Und andere, die immer im Nachhinein sagen, ja übrigens, damals habe ich so und so gehandelt. Und letzteres, ja, ist auch menschlich, nur ich habe immer größeren Respekt vor Leuten, die auch mal bereit sind, die Hosen runterzulassen und auch mal das Risiko eingehen, öffentlich falsch zu liegen. Also, nochmals, meine Positionierung im britischen Pfund ist long, allerdings nur mit einer ganz normalen Position, nicht mehr und nicht weniger als in allen anderen Märkten auch. Warum? Weil es eine Situation ist, bei der ich zwar eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe dafür, dass es erfolgreich ausgehen wird, aber keine Sicherheit. Und weil ich auch weiß, dass Währungshandel immer viel stärker Manipulationen unterlegen ist als zum Beispiel Rohstoffhandel. Ich werde bei Rohstoffen viel weniger Kräfte, die auf diesen Rohstoff einwirken, auf dessen Preisentwicklung einwirken haben, als in einer Währung oder auch in einem Aktienindex. Die sind einfach viel stärker im Gezerre von Notenbanken, Regierungen und so weiter. Bei Rohstoffen hat man das nicht, weil es da eine reale Nachfrage und ein reales Angebot gibt. Die sind viel, viel effizienter auf lange Sicht. Nicht im kurzfristigen Zeitfenster, aber auf lange Sicht sind die viel effizienter. Also, ich bin long, so in verschiedenen Konten auf verschiedenen Niveaus, aber so im Durchschnitt bin ich so bei 1,43, 1,44, also so ungefähr auf dem aktuellen Niveau sind meine Durchschnittspreise. Also das nur so als Orientierungshilfe, damit jetzt nicht im Nachhinein dann irgendwie ich sagen kann, ja gut, Leute, ich habe bei 1,40 gekauft. Ich habe genau das Tief erwischt. Nein, ich bin ungefähr so im Bereich 1,44 Long. Und wie ich im Zusammenhang mit diesem Brexit jetzt verfahre, ich gehe ja prinzipiell, wie gesagt, aufgrund von COT-Daten, aufgrund von Sentiment und aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, wie sich Märkte im Zusammenhang mit News-Events, auch solcher bedeutender News-Events verhalten, gehe ich einfach nur davon aus, und das ist die einzige Intention, die ich habe. Mich interessiert nicht, wo das Pfund in 3 Monaten steht, wo es in 6 Monaten steht, wo es in 3 Jahren steht. Völlig uninteressant. Ich gehe nur davon aus und relativ sicher davon aus, dass wir im Zusammenhang mit dem Brexit entweder unmittelbar davor oder unmittelbar danach einfach nur aufgrund des ganz normalen Marktmechanismus einen Sprung sehen werden in Richtung 1,48, 1,50 oder sogar darüber. Und was ich machen werde, ist, dass ich vor dem 23. entsprechende Take-Profits sozusagen in den Markt lege. Ich mag keine Take-Profits, aber man kann davon ausgehen, es wird einen Kurssprung geben. Und wenn dieser Kurssprung positiv ausfällt, in meine Richtung also, dann möchte ich diese Take-Profits drin haben, um dann auch bedient zu werden und rauszukommen aus der Position, wenn es denn diesen Anstieg gibt. Weil nachhaltig wird der wahrscheinlich nicht sein. Wir werden einen Sprung sehen. Wenn ihr euch mal anschaut, wie die Märkte sich verhalten im Zusammenhang mit solchen News-Events, ist es eigentlich immer so, es gibt Ausschläge in beide Richtungen, am Ende ist nicht viel passiert. Also es kann durchaus sein, dass wir vielleicht sogar kurz auf 1,55 raufgehen oder auch kurz auf 1,35 und dann bei 1,50 landen. Das wird möglicherweise sehr, sehr heftige Ausschläge geben. Werden die nachhaltig sein? Ich gehe nicht davon aus, muss man ganz klar sagen. Und abschließend noch zum Thema. Aber das könnte doch anders sein. Schaut euch mal die einschneidendsten Events an, die es gegeben hat, oder die einschneidendsten News in verschiedenen Märkten. Schweizer Franken, Abkopplung vom Euro. War das nachhaltig? Nein. Wir standen und stehen genau da, wo wir vorher auch standen. Die Quantitative Easings im Goldpreis.
Ich denke, das waren so bis dahin die wirklich absolut einschneidendsten Events, die es gegeben hat und Nachrichten, die es gegeben hat im Goldpreis, wo jeder sagt, okay, ja, wenn die jetzt stimulieren, wenn die jetzt die Märkte stimulieren, dann muss Gold ja ansteigen. Gold ist auch langfristig angestiegen, jedenfalls nach den ersten beiden Quantitative Easings war es so, beim dritten war es nicht so. Aber es gab immer ein Anspringen auf diese Nachricht, auf die Ankündigung, hier jetzt kommt Quantitative Easing 1, Quantitative Easing 2 und Quantitative Easing 3. Es gab immer nach der Ankündigung einen heftigen Schub. Der wurde aber innerhalb von ein paar Tagen wieder abverkauft. Wir kamen, das ist das Interessante dabei, das ist die eigentliche Botschaft dieses Videos. Wir kamen, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen long, wenn ein Quantitative Easing kommt im Goldpreis, man kam immer ein paar Tage oder ein paar Wochen später auf dem gleichen oder sogar auf einem günstigeren Niveau wieder in den Goldpreis rein. Im Zusammenhang mit den bahnbrechendsten und einschneidendsten und vermeintlich nachhaltigst wirkenden Events und Ankündigungen für einen Markt gab es aller seltenst. Vielleicht in 5% der Fälle, würde ich mal sagen, wenn überhaupt, wirklich eine Entwicklung, wo der Markt nicht mehr zurückkam. Ansonsten, oder nicht mehr wesentlich zurückkam. Ansonsten gab es immer einen Sprung in eine Richtung, einen Konter und dann hat sich der Markt so langsam eingependelt und hat einen Weg gefunden in irgendeine Richtung. Aber es gab so gut wie nie, ganz selten die Entwicklung. Es springt in eine Richtung und kommt nie wieder zurück. Gab es einfach nicht. Das ist die Wahrheit. Ob sie populär ist oder nicht, ist mir egal. Es ist die Wahrheit. Das ist das Schöne an der Wahrheit. Sie ist einfach Fakt. Jeder kann es nachprüfen. Jeder kann die Entwicklung des Goldpreises nach Quantitative Easings nachprüfen. Ihr braucht mich nicht mögen. Ihr braucht mir nicht glauben. Prüft es nach. Jeder kann die Entwicklung des Schweizer Franken nach der Abkopplung vom Euro überprüfen. Ihr müsst mich nicht mögen, ihr müsst mir nicht glauben, prüft es nach. Jeder kann die Entwicklung nach Payrolls-Daten im S&P nachprüfen. Ihr müsst mir nicht glauben, ihr müsst mich nicht mögen, prüft es nach. Das sind alles objektiv nachprüfbare Aussagen. Nicht irgendein Gedöns, wo man irgendwo am Strand liegt und sagt, du musst dies machen und du musst das machen und du musst mental so sein. Völliger Bullshit. Man muss nicht mental Coachings haben und dergleichen. Man muss einfach wissen, wie funktioniert ein Markt, wie verhalte ich mich am besten, so dass ich in der Mehrzahl der Fälle gut durchkomme. Dass ich niemals vollends weiß, was passieren wird, ist völlig klar. Aber ich brauche keine Mental-Coachings. Ich muss wissen, wie funktioniert das Ganze. Ich muss wissen, wie funktioniert die Systematik. Ich muss statistisches Wissen haben und dann brauche ich keine Mental-Coachings. Ich glaube nicht, dass ein Flugkapitän eines Flugzeuges, um das abschließend mal als wiederholtes Beispiel zu bringen, es mag sein, dass für die Mental-Coachings wichtig sind oder sinnvoll sind im Zusammenhang mit dem Umgang mit Druck. Dass man eine Verantwortung für 300 Passagiere hat, dass man sich keine großen Fehler erlauben kann. Im Zusammenhang damit ist das wichtig. Aber um das Flugzeug zu steuern, braucht der Pilot nur eines. Wissen, Wissen und nochmals Wissen. Er braucht das Wissen, wie dieses Flugzeug zu bedienen ist. Er braucht das Wissen über die Verhältnisse oben in 10.000 Metern Höhe. Er muss wissen, wie das Flugzeug auf bestimmte Ereignisse reagiert. Triebwerksausfall, Blitzeinschlag, bla bla blub. Er muss Wissen haben. Er muss wissen, wie dieses ganze Ding technisch funktioniert. Und wenn er das hat, dann hat er auch keine großartigen Probleme damit, dass da 300 Leute hinter ihm sitzen. Weil er weiß, wie er dieses Ding zu bedienen hat. Und er weiß, unter normalen Umständen, wenn keine ultimativ großen Katastrophen passieren, wird er das ganze Ding gut handeln. Und so ist es im Trading auch. Ich muss wissen, grundsätzlich, wie funktioniert das Ganze und brauche nicht irgendeinen Mist an Mental-Coachings, die bringen einem überhaupt nichts, wenn ich immer noch den gleichen Mist handle, den gleichen ahnungslosen Mist handle wie vorher. Aus dem Grund also, die Ausrichtung für mich im britischen Pfund ist long, roundabout 1,44 Einstieg. Ich würde meinen, das wird wahrscheinlich in Richtung 1,48, 1,50, vielleicht sogar höher springen im Zusammenhang mit dem Brexit. Ob das nachhaltig sein wird, ich glaube nicht. Motive dafür sind, Commercial Nettoposition ist sehr bullisch,
eine der bullischsten Positionierungen aller Zeiten, eine der bullischsten Positionierungen der letzten 5, 6 Jahre. Und wir haben ein sehr negatives Sentiment und wir haben eben im Preis, seit dieses Brexit-Thema aufgekommen ist, haben wir einen Preisverfall gesehen von roundabout 1,60, zwischenzeitlich sogar 1,70, aber wir gehen von den 1,60 aus, 1,60 bis 1,40. Wir stehen also eher am unteren Ende der Bandbreite, bezogen auf die letzten Jahre, seit das Thema Brexit aufgekommen ist. Und dementsprechend ist also schon zumindest ordentlich was vorweggenommen worden. Und ich habe keine Ahnung, wie der Brexit ausgehen wird, wie die Abstimmung ausgehen wird. Ob es einen Verbleib geben wird, was wahrscheinlich insgesamt am mäßigsten sich auswirken würde, oder nicht. Aber ich sehe, ich kenne die Marktmechanismen und ich sehe, wie hier die Commercials positioniert sind und auf was die Masse wettet, nämlich auf einen britischen Pfundverfall. Und da würde ich dagegen wetten und sagen, das britische Pfund wird zumindest sich nochmal in Richtung 1,50, 1,55 bewegen. Was danach passiert, keine Ahnung. Wie dann später die Herde trampelt, ist mir auch völlig wurscht. Aber im Zusammenhang mit dem Brexit setze ich darauf, dass es nicht so weitergeht, wie es die Masse erwartet. Ob ich richtig liege oder falsch, werden wir in ungefähr einer Woche wissen. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg.